Ich möchte euch heute ein weiteres Update zur aktuellen Zeitqualität geben und auch zu der Zeitqualität in den nächsten Wochen. Die Energien sind momentan unfassbar dicht und sie werden sich zu Weihnachten hin und möglicherweise auch noch darüber hinaus bis in den Januar hinein noch weiter verdichten, denn wir gehen jetzt in Richtung eines Nullpunkts. Wir alle beobachten ja diese extreme Spaltung auf Planet Erde momentan. Und diese extreme Spaltung ist auch notwendig, denn jeder muss sich jetzt entscheiden. Bisher war es in dieser Schöpfungsgeschichte hier auf dieser Erde möglich, Mittelwege zu gehen, aber das ist inzwischen nicht mehr möglich. Jeder von uns steht vor einer Entscheidung. Und hier geht es nicht um die Frage, lasse ich mich impfen, ja oder nein. Das ist lediglich eine Symbolik. Die Fragen, die sich für jeden von uns jetzt stellen, ist auf der einen Seite, möchte ich dem Licht in mir folgen oder nicht? Möchte ich in der Verbindung mit meinem Herzen das leben, was ich selbst spüre und fühle? Bin ich bereit, meinen eigenen individuellen Weg zu gehen? Nehme ich meinen freien Willen an und bin ich bereit, die daraus resultierenden Konsequenzen für mein Leben zu tragen? Oder auf der anderen Seite, bin ich bereit, in meinem Leben von meiner eigenen im Herzen empfundenen Wahrheit abzuweichen? Bin ich bereit, die Erwartungen anderer weiterhin zu erfüllen? Bin ich bereit, Wege zu gehen, die von meinem eigenen Fühlen abweichen? Und bin ich bereit, die daraus resultierenden Konsequenzen für mein Leben zu tragen? Vor dieser Entscheidung stellt das Universum uns jetzt. And it cannot be delayed. Alles ist eine Option. Es gibt kein besser oder schlechter. Jeder hat den freien Willen zu entscheiden, wie er sein Leben gestalten möchte. Aber wir müssen uns entscheiden. Und keine Entscheidung zu treffen, bedeutet, bereit zu sein, von der eigenen herzempfundenen Wahrheit im Leben abzuweichen. Denn keine Entscheidung zu fällen, bedeutet automatisch, die eigene Macht abzugeben, die Verantwortung für dich selbst in die Hände anderer zu legen und sie für dich entscheiden zu lassen. Ich möchte euch vorbereiten auf das, was kommt. Denn vorbereitet zu sein bedeutet, nicht mehr überrascht zu sein, wenn es denn eintritt und damit handlungsfähig zu bleiben. Ich möchte nochmal beleuchten, wieso die Spaltung auf Planet Erde noch nötig ist. Das System, so wie wir es bisher gelebt haben, ist so veraltet und ungültig, dass es keinen Sinn macht, darin weiter zu navigieren oder es verbessern oder gar flicken zu wollen. In dem alten System navigieren wir nämlich auf der Basis unseres Egos als Hauptinstanz. Das alte System basiert somit auf Werten von Geld und Macht im Sinne von Kontrolle. Und das ist eine natürliche Folge von Angst und Mangeldenken. Das neue System, also die neue Welt, basiert auf gänzlich anderen Werten, denn in dem neuen System, was jetzt entstehen darf, was jetzt aus uns heraus geboren werden darf, ist die Hauptinstanz, das Herz. Also Werte wie Liebe, Fülle, Mitgefühl und Verbindung spielen hier eine Rolle. Wir sind angebunden an unsere eigene Göttlichkeit und erkennen uns als Schöpferwesen. Das alte System ist demnach so marode und nicht mehr aktuell, dass es zerfallen muss. There's no other chance. Es hat so gar keine Gültigkeit mehr, dass es nicht dienlich wäre, zu versuchen, das alte System zu flicken oder zu verbessern. Das Einzige, was es jetzt zu tun gibt, ist, eine ganz neue Welt zu etablieren auf der Basis anderer gelebten Werte als bisher. Es beschreibt im Grunde den Shift von der führenden Instanz Verstand zu der führenden Instanz Herz. Also der Verstand drängt das Herz jetzt nicht mehr in die Ecke, sondern er wird zum Diener des Herzens.
Es macht keinen Sinn mehr, innerhalb dieses alten Systems zu navigieren. Und hier geht es darum, Altes loszulassen und auf der Grundlage der Werte Liebe, Verbundenheit und Mitgefühl etwas völlig Neues zu schaffen. Wenn wir von dem alten System loslassen und diesem den Rücken zukehren, verliert dieses System an Kraft. Und so kann Neues geboren werden. Und jetzt kommt's. Menschen, die noch absolut auf der Ebene der Kontrolle und der Machtausübung ihr Leben leben, und das ist energetisch gesprochen die niedrigste Frequenz, auf der wir Menschen agieren können. Also Menschen, die auf dieser Frequenz leben, müssen auf Biegen und Brechen verhindern, dass das alte System an Kraft verliert. Denn diese Menschen nähren sich von dem Abhängigkeitsverhältnis und der Hierarchie, die sie künstlich kreiert haben oder die wir als Menschheit künstlich kreiert haben. In diesem alten System besteht eine von Menschen gemachte Hierarchie, in der der eine das Sagen hat und der andere dem zu folgen hat. Das entspricht aber nicht der göttlichen Ordnung. Und das ist es genau, was ich jetzt wandeln darf. Wir dürfen hin zu wirklich gelebter Gleichheit. Keine gedachte Gleichheit im Sinne von jeder muss den gleichen Anzug tragen, sondern gefühlte Gleichheit. Also jeden Menschen als Schöpferwesen in seiner Individualität zu erkennen. Gleichheit und Demokratie haben wir bisher nicht wirklich gelebt. Demokratie bedeutet nicht, jeden über einen Kamm zu scheren. Aber so haben wir Demokratie bisher gelebt. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, das ist ein Thema für sich. Es geht darum, diese von Menschen gemachten hierarchischen Strukturen, in denen Menschen über andere Menschen verfügen, aufzulösen. Und die Menschen, die Interesse haben, dieses Machtverhältnis und die künstlich geschaffene Abhängigkeit aufrechtzuerhalten, werden sich naturgemäß jetzt aufbäumen. Und umso mehr, wo jetzt immer mehr Menschen sich dazu entschließen, den Weg zu gehen, den sie im Herzen fühlen. Also je konsequenter du deinem Weg folgst, desto größer wird der Gegendruck werden. Also wundere dich nicht, wenn der Druck weiterhin steigt. Beziehungsweise ist es eigentlich eine ganz natürliche Konsequenz dessen, dass du jetzt deinen Weg gehst. Es ist eine natürliche Konsequenz dessen, dass du dem Alten den Rücken zukehrst und anfängst, auf deine innere Stimme zu hören. Mach dich also innerlich schon mal darauf gefasst, dass sich der Gegenpart jetzt sehr groß aufbäumen wird. Und ich verrate dir aus eigener Lebenserfahrung, denn genau diesen Prozess, das Abnabeln von narzisstischen Strukturen, habe ich selbst in meinem Leben durchlebt. Ich verrate dir, dass dieses Monster, was sich vor dir ganz groß aufbäumt, nur groß erscheint, denn es ist innen hohl. Dieses Monster sehnt sich so sehr nach Liebe, dass es dich braucht, um sich selbst zu nähren. Dieses Monster fühlt sich abgeschnitten von der Liebe. Dieses Monster hat keinen Selbstwert, keine Selbstachtung und es fühlt sich verlassen und alleine. Es braucht dich und dieses künstlich geschaffene Abhängigkeitsverhältnis, um überleben zu können. Und ich sage dir, der Lebenstrieb oder auch der Überlebenstrieb von Leben ist enorm. Und demnach kann auch der Druck entsprechend sehr, sehr, sehr groß werden. Also mache dich bereit, dass sich dieses Monster gewaltig aufbäumen wird, weil es hier um Leben und Tod geht. Es geht um die nackte Existenz. Und wenn das Monster vor dir steht, in all dieser scheinbaren Größe, dann behalte in Erinnerung, dass hinter diesem Aufbäumen eine ganz, ganz große Sehnsucht nach Liebe steckt. Wende dich in Liebe zu dir selbst von diesem Monster ab und wende dich hin zu dir selbst. Schenke dir die Liebe, die du dir so lange vorenthalten hast. Du bist frei,
Du trägst keine Handschellen mehr. Gebe dem Monster keine Kraft mehr. Wende dich einfach ab. Es ist nicht deine Aufgabe, sich um das Monster zu kümmern und alte Strukturen damit zu nähren. Es ist vielmehr deine Verantwortung, dich um dich selbst zu kümmern und dir die Liebe zu geben, die du so sehr verdienst. In dieser Zeit ist es sehr wohl möglich, dass es viele Dinge geben wird, die dich triggern werden und viele alte, tiefliegende Ängste an die Oberfläche kommen. Erinnere dich, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Nichts passiert aus reinem Zufall. Und wenn die Gründe für diese vielen Veränderungen in unser aller Leben möglicherweise nicht sofort erkennbar sind, vertraue darauf, dass sich alles fügen wird. Diese Veränderungen treten ein, damit du dich von alten Beschränkungen und Zwängen befreien und deiner Seelenmission und deinem Lebenszweck als spirituelles Wesen frei nachgehen kannst. Lege alte Fesseln und Zwänge ab, um dir selbst treu zu bleiben und dein Leben mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit zu leben. Namaste.